zum fünften Podcast. Ja, es müsste der fünfte sein. Ja, hallo von mir auch. Hallo Juan. Hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob Sie schon wussten. Ich bin Leander, das fliegende Krokodil. Ja, wir sind wieder in einem Podcast und wir haben natürlich in unserem Podcast und wir haben natürlich wie immer tagesaktuelle Themen für euch. Wir fangen an mit Klickzahlen erstmal. Erstmal Klickzahlen. Also letzte Woche, letzte 7 Tage. Erstmal Entschuldigung, unser Podcast kommt zu spät. Tut uns leid. Nicht wirklich, aber schon ein bisschen. Ein bisschen, ja. Also in der vergangenen Woche hatten wir um die 100 Seitenaufrufe, was okay ist. Mehr als die Hälfte, also beinahe die Hälfte, nicht mehr als die Hälfte, aber beinahe die Hälfte ist mobile Seitenaufrufe. Ja, ordentlich. Naja. Gucken wir mal, Referrer, falls es da was Neues gibt. 2 von Facebook, eigentlich sogar 3 von Facebook, einer von T-Online. Ah, da hat jemand seine Mail gelesen. Und 2 von Instagram. Also an sich, unser Social Media Game ist immer noch nicht on point, wir arbeiten immer noch dran. Wird besser, hoffentlich irgendwann mal. Was die Woche so passiert, die Woche war voller bei uns. Ja. Wo fangen wir denn an? Was war das Erste? Was war das ist eine gute Frage. Was war denn letzten Dienstag? War da irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Okay, was war denn letzte Woche? Ich glaube, die Grünen-Veranstaltung war das Speed-Dating. Ja, das politische Speed-Dating letzten Donnerstag. Ja. Da war es aber nur du, da kann ich leider nichts zu sagen. Kann ich kurz einen Einblick dazu geben. Interessantes Konzept. Wird im Artikel auch noch ein bisschen vorgestellt, weil das Konzept sehr gut ist, wie bei Speed-Dating auch. Du hast halt 4 verschiedene Tische und an denen gibt es 4 verschiedene Themen jeweils. Das heißt, du hast 16 Themen, die bearbeitet werden. Kannst dich halt leider nicht zerreißen. Wir waren ja zu zweit, das heißt, einmal sind wir dann praktisch an verschiedene Tische gegangen, weil mich mehr Bildung interessiert hat und die andere Person, die dabei war, Dingens eigentlich ganz geil fand. Valentino war dabei, oder? Ja, Valentino war dabei. Fand das, was am anderen Tisch besprochen wurde, geiler, deshalb haben wir uns da geteilt, aber grundsätzlich ja. Ja, also gutes Konzept. Grüne, ja, es war interessant. So, wir hatten da auch war auch mehr Zeit für Gespräche, auch mit den Lokalpolitikern dort. Die Expertise ist natürlich immer sehr nett vor Ort zu haben, haben einiges erfahren, auch wie der Gemeinderat arbeitet. Genaueres findet ihr im Artikel, den ihr ab spätestens Montag nächste Woche auf unserer Website finden könnt. Ja. Dann war am Freitag vergangene Woche, oder? Das war der letzte Termin. Ja. Ja. Das war unser Interview mit Herrn Wenzel. Wenzel. Ja. Da kannst eigentlich du was zu sagen. Ja, der Herr Wenzel, unser Gemeinderat ist der, ne? Ja, der ist von den Freien Wählern. Ja. Mit dem hatten wir ein Interview am Freitag. Da haben wir uns da halbe Stunde oder so zusammengesetzt und haben ein paar Fragen gestellt und uns auch noch nett unterhalten. Also wurden da auch sehr nett empfangen und die Fragen wurden auch sehr direkt beantwortet. Audioaufnahme und Transkription kriegt ihr auch im Laufe der nächsten Woche. Ja. Auf jeden Fall. Hoffentlich. Das, ja, das hängt jetzt auch von mehreren Faktoren ab, um fairerweise zu sagen, aktuell sind wir die geschludert haben, also wir sind noch nicht fertig. Dann muss es der Herr Wenzel aber noch bestätigen, weil Interviews brauchen wir eine Bestätigung, dass wir das so veröffentlichen dürfen, bevor wir das tun. Deshalb braucht es dann halt seine Zeit, weil das muss man sich ja auch durchlesen, das muss er sich durchhören, ob er das so will und dann entscheidet er, ob er das so möchte und dann kommt es online. Genau, war eigentlich ein gutes Interview, doch? Ja, doch, sehr. Also war unser erstes tatsächliches Interview und ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht. Es wäre schlimmer gegangen, sagen wir es so. Es wäre viel schlimmer gegangen. Ja. Also war sehr, auch nochmal Shoutouts gehen raus. Shoutouts. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Ich glaube, Shoutouts. Egal. Geht auf jeden Fall raus an den Herr Wenzel. Der das wahrscheinlich nicht hört, ist ja egal. Danke für das Interview. War cool, gerne nochmal. Also falls da, wobei nochmal wahrscheinlich nicht, aber ja, ihr versteht, was ich meine. Also, als nächsten Termin und als letzten Termin, glaube ich auch. Ja, war gestern Abend, ne? War gestern Abend das Stadtverbandstreffen der Linken. Ja.
Da war ich wieder da, da war Simon wieder nicht dabei. Wieder nicht dabei, das klingt wieder nicht dabei, klingt natürlich böse, aber wir haben jetzt drei Termine gehabt und warst bei zwei nicht dabei. Naja, es gab einen Vortrag von Harry Block, der im Prinzip Klimaprobleme betreffen, wobei Klimaprobleme gar nicht stimmt, sondern im Prinzip die Strom- oder die Kraftwerke in Karlsruhe betreffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin in der Materie nicht so deep, aber Fun Fact ist, Karlsruhe hat eine sehr hohe Asthma-Rate, die sich dadurch erklären lässt, dass wir viele verschiedene Kraftwerke haben und Raffinerien haben, was halt zu einer massiven Feinstaubbelastung führt und was halt dazu führt, dass in Karlsruhe die Asthma-Erkrankungen durchschnittlich höher sind als irgendwo sonst. Ja, eklige Sache. Ein Teil von mir wünschte, ich hätte es auch nicht gehört, weil dann bist du immer, du genießt dann praktisch das Recht der Unvoreingenommenheit gegenüber Sachen, die du dann halt nicht hast. Ja. Da ist natürlich was dran. Das war die Veranstaltung für diese Woche. An der Webseite hat sich nicht wirklich viel getan. Es liegt auch an uns. Ja, weil ich die Woche einfach nicht dazu kam, viel Zeug zu machen. Letzte Woche auch schon eigentlich nicht. Bisschen schlecht, aber wir werden heute im Laufe des Tages einen Artikel veröffentlichen zu der Hartz-IV-Veranstaltung auf jeden Fall. Den werde ich nachher online schalten und dann, genau. Die Karlsruher Liste hat übrigens auch ihr Wahlprogramm veröffentlicht, habe ich vorhin gelesen. Das werden wir uns im Laufe der Zeit auch noch reinziehen. Und dann, ja, machen wir einen Ausblick auf, was euch diese Woche erwartet. Diese Woche ist nämlich in Karlsruhe eine volle Woche. Oh ja. Uns erwartet heute offene grüne Runde. Die offene grüne Runde, genau. Mhm. Das ist aktueller Schwerpunkt, aktueller Brennpunkt. Der Schwerpunkt ist Frieden. Es ist um 19 Uhr, ich weiß nicht wo. Ihr könnt auf unsere Website gehen und auf mehr Infos klicken, da findet ihr es. Ansonsten genau. Ist diese Woche am Freitag noch. Am Freitag. Den 1.2. die Veranstaltung Europa Neu Denken. Das ist eine Veranstaltung der AfD. Die findet in der Karlsburg statt um 19 Uhr. Einlass ab 18:30 Uhr. Wir werden soweit möglich für euch vor Ort sein. Also es ist geplant, dass wir da sind. Es ist geplant, dass wir da sind, ja. Und die hat ja zurückgeschrieben, die nette Dame, dass wir keine Aufnahmegeräte mitnehmen dürfen. Aber hat sich das auch auf Kameras bezogen? Dass wir nach Kameras und nach Aufnahmegeräten gehen. Ich habe gedacht, wir nehmen jetzt irgendeine Kamera mit. So. Das hätte ich mir jetzt nämlich auch gedacht. Weil wenn du das so schreibst, dann ja. Und es gibt auf jeden Fall, also das wird auch unser Hauptding im Podcast heute, es gibt auf jeden Fall eine Gegendemo. Die ist angekündigt, die wird auch gemacht werden. Ja. Und ich habe mich im Vorfeld dann damit so ein bisschen mit dem Warum demonstrierst du Kultur beschäftigt und mich gefragt, inwieweit ist das überhaupt sinnvoll? Und jetzt habe ich mir überlegt, vielleicht können wir zu zweit da so ein bisschen drauf eingehen. Warum demonstriert man gegen sowas und inwieweit ist es sinnvoll? Also ich würde einfach anfangen mit dem, warum demonstriert man gegen sowas? Naja, Alice Weidel kommt. So, basically... Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, wer die Frau Weidel ist. Das ist Bundesvorsitzende, Fraktionsvorsitzende der AfD. Ah. Also ein hohes AfD-Tier kommt nach Karlsruhe. Das heißt, dass da demonstriert wird, ist... nicht überraschend, formulieren wir es mal so. Ist klar. Ja. Bringt es was zu demonstrieren? Nö. Nö. Ich glaube, da sind wir uns beide sehr einig. Du zeigst halt deine Meinung und das war's. So. Das ist halt Bullshit. Ja, du kannst es schon machen. Weiß nicht, das ist ja die Frage. Also, dass du sagst, man geht als Gruppe irgendwo hin und setzt sich öffentlich für ein gewisses Ziel ein. Ja. Er hat zum Beispiel hier, Karlsruhe soll umweltfreundlicher werden, irgendwie weniger Autos in der Innenstadt und mehr Nahverkehr oder sowas. Ja. Was legitim das ist, was auch sinnvoll ist, wo man sagen kann, okay, da setzt man sich gemeinschaftlich für ein, dann ist es eine sinnvolle Demo und das ist auch nachvollziehbar und da findet man tendenziell auch jemanden, der darauf eingeht und ne, damit kann man dann was erreichen. Aber was ich in dem Fall halt sehe, ist,
natürlich in all meiner Ahnungslosigkeit, ich habe ja doch tendenziell wenig Erfahrung im politischen Kontext, dass die halt demonstrieren, weil sie halt demonstrieren wollen und nicht, ich meine, weiß nicht. So, doch, doch, du willst ja auch was nicht haben. Du willst ja in dem Fall nicht haben, dass ja, die aber, da aber, in Karlsruhe wollen, wollen sie die Dame nicht in Karlsruhe drin haben? So. Natürlich. Ich glaube, sie wollen die AfD nicht in Karlsruhe drin haben. Ich glaube, das ist... Ja, too bad. So. Man kann ja von der AfD halten, was man will, aber es sind halt, weiß nicht, es ist halt auch eine Partei, die du, deren Existenz du halt anerkennen musst. So. Und das ja, ist halt... Du, ich weiß nicht, ich tue mir ja schwer, nicht zu sagen, ich verstehe nicht, warum man demonstriert, aber ich verstehe, warum man demonstriert. Ich verstehe, dass man demonstriert, so, wenn man was nicht haben will. So. Ja, genau. Und wenn man, du willst halt, du sagst halt, was die AfD hier nicht will haben. So. Finde ich legitim, kann man schon machen. So. Ist halt die Frage, wie weit sinnvoll es ist. Du kannst ja auch gegen den Klimawandel demonstrieren. Ist halt die Frage, ob der Klimawandel davon weggeht. So. Ja, von der Demo an sich halt nicht. Und das ist das Problem, das ich mit der Demonstration habe. Ich habe kein Problem damit, dass jemand sich hinstellt und sagt, will ich nicht. Das sehe ich völlig ein. So. Und da tut mir jetzt auch leid an alle AfD-freundlichen und nahen Zuhörer, die wir haben, falls wir jemanden haben. Jo, musst du mit klarkommen, so. Du musst mit klarkommen, dass Leute sagen, wir mögen dich nicht. Jo. Weil du die AfD bist. Oder weil du AfD wählst. Also ich muss auch sagen, als ich erfahren habe, dass du bei den Linken bist, ich weiß nicht, das hat mir irgendwie zu denken gegeben. Ist ja Weibe. So. Ich finde das nicht mal schlimm. Weil ich halt sage, ich habe damit kein Problem, wenn halt jemand sagt, yo, ich mag deine Partei nicht. Ist halt so, um Gottes Willen, ja. Die Linke an sich ist, setzt sich grundsätzlich für sinnvolle Sachen ein, aber ja, weiß nicht, ich mag halt die meisten Linken nicht, das ist eher mein Problem. Ist absolut, ist ja deine Meinung, so, wenn du nichts zu dagegen sagen. Ich persönlich verstehe also, warum demonstriert, ich halte es nur nicht für sinnvoll, weil du überzeugst ja niemanden damit. Das ist übrigens auch der Grund, also wenn ihr die Argumentation wollt, warum wir zu der Veranstaltung gehen, Podcast 5, it is, wir glauben persönlich, ich persönlich glaube, ich habe mir die Argumentation jetzt in den letzten 3 Tagen zurechtgelegt, glaube, dass du einen Wähler nicht zurückbekommst, wenn du dahin gehst und demonstrierst. Ich glaube da nicht dran. Ja. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren, aber ich glaube nicht dran. Ich glaube dran, dass wenn man Leuten... Wir geben ihnen in gewisser Weise eine Möglichkeit auf der Website, uns oder sich selbst eigentlich zu präsentieren. Das machen wir bewusst. Wir geben jeder Partei bewusst den Raum, den sie von uns kriegt. So. Wir lassen uns da auch nicht mehr beeinflussen oder weniger beeinflussen. Einziger Unterschied ist, die Linken machen aktuell mehr Veranstaltungen als die restlichen Parteien. Weshalb das natürlich... Die Linken sind halt gerade sehr aktiv, auch mein Eindruck. Wobei das natürlich auch ein Stück weit daran liegen könnte, dass die jetzt zum Beispiel sowas wie das Stadtverbandstreffen offen haben. Ja. Und wobei du auch sagen musst, also wenn du zum Beispiel die CDU-Termine siehst, das waren jetzt im Januar viele Termine, zu denen wir gar nicht können. Ja. Weil also die CDU hat halt sehr viele interne Termine. So, der Nominierungsparteitag war ja an sich auch ein interner Termin, aber der war halt pressetechnisch relevant. Freigegeben, genau. Sehr gut, und nur für Presse hat freigegeben. Die SPD hat auch einiges an Terminen, aber das sind halt auch meistens die Arbeitsgemeinschaften oder die Ortsvereinssitzungen, zu denen wir tendenziell auch nicht gehen können oder wollen. Die Grünen haben viele Arbeitskreise. Die FDP, wir waren noch auf keinem Treffen der FDP. Also die FDP, die treffen sich, die waren das doch, die sich ständig bei einer Pizzeria treffen, oder? Ja, ja, ja. Im Badischen Brauhaus, glaube ich, oder? Alte Durlacher Brauerei. Genau, Badisches Brauhaus. Ja, immer im Wechsel. Badisches Brauhaus. Alte Durlacher Brauhaus. Eieiei. Na gut. Ja. Grundsätzlich, so, vielleicht liegt es auch daran, dass wir von Linken einfach mehr mitbekommen. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Wobei die Linke im Normalfall tatsächlich also die meisten offenen Veranstaltungen hat. Wenn wir auch nur Zugriff auf die öffentlichen Veranstaltungen. Es ist halt so. Ja, gut. Ich bin, stimmt. Also ich sage jetzt mal, du kriegst als Linker natürlich, du bist ja dein Verteiler. Ja genau, die krieg ich ja in den anderen Verteiler. Ja genau, du hast recht. So. Ja. Plus die anderen Parteien machen halt nicht alle viele Veranstaltungen. Also was, ja gut, gerade die Freien Wähler, die ja auch nur ein Verein sind. So. Also ja. In Anführungszeichen nur. Das ist natürlich halt eine Nominierungsveranstaltung und das war's. Ja. Ja. Ich meine, die Partei hat eine Veranstaltung, das ist ihr Stammtisch. Für Karlsruhe noch gar nichts.
Die machen da, glaube ich, auch, die machen auch so nichts. Die Karlsruher Liste auch nicht. Weil was sollen die auch machen? Das ist so das. Was sollst du denn als kleine Wählervereinigung, weil die sind ja keine Partei, machen? So. Du gibst halt. Ich meine, Karlsruher Liste demonstriert am Sonntag, am 3. Das ist vielleicht auch noch wichtig, dass wir das mit reinnehmen. Hiermit offiziell gesagt. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Es gestaltet sich gerade schwierig. Unsere Linie gerade bei uns beiden. Was wir eigentlich sagen wollten ist, wir geben natürlich jeder Person, nicht jeder Person, aber wir geben Leuten die Möglichkeit, sich öffentlich zu äußern auf unserer Website. So. Jetzt kommt der Gag. Wir lassen uns natürlich nicht für Propaganda benutzen. So. Das ist. Es ist eine Gratwanderung, das sehen wir beide ein. So. Also schon allein die Veranstaltung der AfD zu besuchen, ist garantiert eine Gratwanderung. Jede Veranstaltung zu besuchen ist eine Gratwanderung. So. Weil was schreibe ich dann am Ende? Schreibe ich das, was ich wollte? Schreibe ich das, weil ich froh bin, dass ich da überhaupt hin durfte? So. Ist halt schwierig. Ich glaube tendenziell daran, dass man sich mit Thesen auseinandersetzen muss und auch Argumente sich anhören muss, auch wenn sie einem nicht in den Kram passen. Ja, ich fand, der Herr Wenzel hat das eigentlich schön formuliert, aber das können wir jetzt natürlich nicht wissen. Deshalb sage ich es eigentlich auch nicht. Ich wollte eigentlich nur noch mal so ein bisschen hin teasern auf das Interview. Habe ich gut gemacht, oder? Auf jeden Fall. Ich bin da echt relaxed. David Teaser säufert. Und dann gibt es am 5.2., weil nächste Woche sehen wir uns vielleicht am Dienstag, vielleicht auch nicht, aber wir sagen es trotzdem mal dazu. Am 5.2. gibt es eine Veranstaltung, die Smarte Stadt, Stadt der Zukunft. Das ist eine Veranstaltung der Linken. Wo habe ich meine Jacke hin? Na egal. Die findet, ich möchte jetzt ein zweites sagen, um 19 Uhr statt. Im Café Palava. Oh, da waren wir schon mal. Ja. Da hat auch eine grüne Veranstaltung stattgefunden. Es wird interessant, bin ich mir sicher, wenn ihr euch dafür interessiert. So. Ist aber keine kommunalpolitische Veranstaltung, sie wird trotzdem gelistet, weil sie betrifft auch Karlsruhe. So. Wir sind uns bewusst, dass wir nicht nur Veranstaltungen listen, die unbedingt relevant sind, das ist uns bewusst. Wir listen eigentlich alle Veranstaltungen, bei denen irgendwas mit offen dabei steht und wo es aussieht, als könnten die erlaubt sein. Das heißt, als Beispiel, wir listen, selbst wenn sie im Kalender stehen, keine Arbeitskreise. So. Ja, das ist Blödsinn. Die sind auch nur für Parteimitglieder relevant. So ist es. Und auch das Stadtverbandstreffen, ich habe jetzt überlegt, ob wir das lassen sollen, das zu listen. Weil es ist grundsätzlich nur für Mitglieder interessant. Mhm. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil es doch bei jedem Treffen, wo wir auch waren, immer mindestens eine Person gibt, die nicht Mitglied ist. Naja. Und von daher die Grundsatzdingens schon auch interessant ist. Auch du wirst natürlich mehr informiert über die Veranstaltung als wir. Wir nehmen auch nicht alle Veranstaltungen rein, die dort genannt werden, weil manche dafür keine Relevanz besitzen für unser Zielpublikum. Ja, auf jeden Fall. Was schade ist eigentlich, aber. Also ja, also ich sag's mal so, wir haben halt auch beide zu tun und wir können halt auch beide nicht überall hingehen und. Weil wir in die Klima. Ja, wir hätten die Klimademo vielleicht mit reinmachen sollen. Fairerweise. Ja, gut. Aber da hat mir ja die Fotos versaut. Ja, gut. Aber nicht nur so, sondern wir. Also, es gibt in Karlsruhe auch eine Klimademo. Das ist die Friday for Future Demo. Mhm. Fridays for Future. Es tut mir leid, ich spreche es garantiert falsch aus. Ich gucke schnell nach, damit ich mich jetzt nicht endgeil blamiere. Und Simon erzählt euch so lange was Schönes. Ich erzähle denen was Schönes. Ja, irgendwas. Irgendwas Schönes. Demonstration Schülerinnen gegen Klimawandel. Ja, ich weiß nicht. Haben wir uns eigentlich schon über den Nominierungsparteitag von der CDU ausgelassen? Ja, das haben wir im letzten Podcast gemacht, oder? Podcast gemacht. Ja. Fand ich, also, ja. Möchte ich ja nochmal darauf hinweisen, ich fand ja wirklich schön die diversen Ansprachen über die linksgrün versiffte Regierung. Über die linksgrün versiffte Stadt online schreibt. Das war 10 von 10. Also, bei allem Respekt für CDU. Jungs, das könnt ihr besser. So. Also, ich lasse mir gerne erklären, wieso
die Sache linksgrün versifft ist, wenn du am meisten Sitzplätze hast, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ja. Ja, okay, gut, die anderen haben 19 zusammen, aber 19 ist immer noch nicht mehr als die Hälfte. Also, falls ihr es nicht wisst. Oh, das kann ich anteasern. Falls ihr es nicht wisst, im Gemeinderat reicht eine einfache Mehrheit, du brauchst keine 75%, sondern nur 51. Im Gemeinderat sind es die 25 Stimmen. Das heißt, eine Mehrheit lässt sich da eigentlich relativ einfach finden, weil die meisten doch sehr projektbezogen abstimmen. Also zum Beispiel die Freien Wähler können ihre Zustimmung immer Ja. geben oder halt auch ziehen. Ja, und also der Gag, den ich jetzt eigentlich machen wollte, ist, du brauchst ja mindestens 25 Plätze. Also ich rechne jetzt die Linken, die SPD und die Grünen zusammen, um eine linksgrün versiffte Mehrheit zu erlangen. Und ich komme auf 10 plus 9 plus 2. Oh, das sind ja nur 21. Das ist jetzt aber dramatisch. Vollidioten. Also, das kann man echt besser. Und also, so glaube ich, du gewinnst in dem Wahlkampf, glaube ich, auch keine Stimmen. Ich hatte so das Gefühl, dass es AfD-Sprechen, das passt du halt übel drauf an. So. Du gehst halt auch auf diesen Sprech ein, um halt deine zwei Plätze, drei Plätze AfD wieder zurückzubekommen. Oder wie sehe ich das jetzt? Oder wie siehst du das? Vielleicht hat man es auch geäußert, weil es keine öffentliche Veranstaltung war. Kann natürlich auch sein. Ich meine, die CDU ist deutlich weiter rechts als die SPD, eigentlich. Von der Auf Idee her. jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht zwangsläufig rechter, aber halt konservativer, Konservativer. was oftmals dann in Richtung rechts mit der Richtung Ja. rechts einhergeht. Also ich muss sagen, so, ich glaube, ich habe noch von keiner, also keine andere Gruppierung hat bis jetzt. Ah, nein, ich weiß, was gestern noch passiert ist. Keine andere Gruppierung hat aber so offensichtlich mehr Überwachung und mehr Polizei gefordert als die CDU. Selbst zu meinem persönlichen Vergnügen. Wir hoffen, dass wir die Statements veröffentlichen dürfen, wir wissen es aber noch nicht. Falls wir das Oh, dürfen, bitte, bitte, freut bitte. euch auf Statements, in der Leute mehr oder weniger öffentlich fordern, dass es mehr Kriminalität geben soll, damit wir die Überwachung in Karlsruhe etablieren können. Wir saßen dann auch nur beide da und haben uns angeguckt und haben uns und haben einfach gegrinst, so. Was ist das für eine Forderung? Jungs, wir haben ein Problem in Karlsruhe. Wir haben so wenig Verbrechen, wir können keine Überwachung einführen. Wir würden es gerne so machen wie Mannheim, aber leider dürfen wir Genau, nicht. da hat er angefangen von wegen, ja, also in Mannheim haben die ja gerade so ein schönes Projekt, so ein Testprojekt, irgendwie am Bahnhof oder so war das. Aber die haben auch eine höhere Verbrechensrate. Die haben wir halt leider nicht, deswegen dürfen wir nicht. Ja, So in der so Richtung. richtig, aber ich glaube, er hat es relativ wortgenau so gesagt. Ja. Und es war schon. Also, man kann sich natürlich freuen, dass Karlsruhe eine verbrechenslosere Stadt ist. Oder man kann natürlich auch sagen, jo, Wir brauchen halt mehr wir brauchen Verbrechen, mehr dann können wir mehr auf Verbrechen. die Schnauze geben. Dann können wir mehr überwachen. Ja, was ich anteasern wollte, was ich jetzt auch anteasern werde, ist, wir wollen ein Video machen bezüglich, wie wählt man bei einer Kommunalwahl. So. Ja, stimmt, das wollten wir nochmal, genau. Das wollen wir tatsächlich machen. Deshalb wollte ich auch noch mit Dingen sprechen, aber ich sage jetzt ihren Namen nicht, weil Podcast und so. Ja, wir planen ein Video dazu, weil wir haben festgestellt, die Kommunalwahl ist komplex. Ja? Es ist nicht einfach, wie man wählen darf. Es ist nicht annähernd einfach und es ist vor allem dann nicht einfach, wenn man die Stimmen dann auszählt. Deshalb, ja, seid gespannt. Kommt vielleicht nächste Woche. Aber das ist tatsächlich ein Vielleicht, weil mir da der Nerv für auch irgendwie. Den Bock muss ich haben. So, ich sag's, wie es ist. Das kann Ja man gut, mal ich machen, sag's mal so, oder? und das können wir prinzipiell auch irgendwann im Mai noch machen, so. Ja, wir können es auch schon früh machen. Also, es wird im Laufe des Februars kommen, das verspreche ich. Ich verspreche euch aber nicht, wann. Ich würde es gerne in der ersten oder zweiten Woche machen, aber ich möchte es nicht versprechen, weil ich weiß nicht, wie lange es geht und wie schnell das geht. Weil da müssen wir mit Zeug arbeiten. Ja. Müssen wir Dinge tun, die wir normalerweise nicht bereit sind zu tun. Schneiden zum Beispiel. Wir schneiden ja auch nicht unseren Podcast. Also. Genau. Ansonsten, morgen Ausblick, was sich mit der Homepage in nächster Zeit verändern wird, was an vergangenen Veranstaltungen der Zukunft haben wir angesprochen. Naja, da kommt eine ganze Da kommt Reihe. eine ganze Latte. Ja, weil wir halt auch geschnurrt haben, gebe ich zu. Wir versuchen unser Social Media Game wieder ein bisschen weiter zu improven.
immer ein bisschen, ja, praktisch einen Schritt nach dem anderen. Ja. Und dann ist unser nächster Podcast ist hoffentlich auch wieder an einem Montag. Grundsätzlich. Vielleicht auch am Dienstag, wir wissen es nicht, aber eigentlich so Montag, Dienstag. Mittwoch ist jetzt schon sehr spät für uns. Ja, gut, die Woche war halt. Also ja. War gestern lang weg und ja, ja. Dann auch ziemlich fertig. Und ja, gut. Sowieso. Die nächste Woche wird jetzt ja auch nicht ultra leer, was Veranstaltungen angeht. Müssen wir halt echt gucken. Ja, gut, sobald wir den Veranstaltungskalender aktualisiert haben, können ja. Wir nochmal durchschauen. Genau, wir gucken uns nochmal. Genau, das ist das, was auf jeden Fall noch kommt. Wir aktualisieren auf jeden Fall den Veranstaltungskalender. Und wir schauen, was für Wahlprogramme wir online schalten können. Weil ich bin mir, also das CDU-Programm dürfen wir online schalten, oder nicht? Ich gehe davon aus. Ja, das haben wir als Presse. Ja, das dürfen wir, okay. Dann die Karlsruher Liste werden wir auf jeden Fall online schalten. Ich überlege gerade, ob wir sonst noch. Ich glaube, der Rest hat noch kein Wahlprogramm. Also, ich kann nur ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ein paar Parteien werden ein Wahlprogramm besitzen, aber da muss noch endgültig drüber abgestimmt werden. Beziehungsweise da muss die Fassung noch überarbeitet werden. Das müsste eigentlich Ende Januar, Anfang Februar passieren. Ja. Genau, ansonsten, wir freuen uns über Feedback zum Interview mit Herrn Wenzel, wenn wir es dann irgendwann online schalten können. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß. Ich glaube, es war's mit dem Podcast, oder? Ja, also das ist noch was. Nö. Ja. Schmeißt bitte keine Steine auf uns, wenn ihr gegen die AfD demonstriert. Bitte nicht. Faules Obst. Schmeißt okay, überhaupt keine Steine. Ja, genau, keine Steine schmeißen. Faules Obst ist immer schon eine witzige eklig. Sache, aber. Schon eklig. Aber. Ach, stell dich nicht so an. Nee, brauchen wir auch nicht. Zumindest nicht beim Reingehen. Ich finde es beim Rausgehen auch eklig, aber also bitte nicht, ja. Ihr könnt dagegen sein, das ist absolut, absolut fein. Ihr könnt. Nee, das muss ich jetzt auch nicht sagen, auf wen ihr sonst Steine schmeißen könnt. schmeißt keine Steine. Wir fordern auch. Wir sind gegen Gewalt. Also tatsächlich, so Real Talk. Du bist gegen Gewalt. Zieh mich da nicht mit rein, ja. Ich bin gegen Gewalt. Wir als Projekt sind gegen Gewalt. So, ja, sind wir. Wir heißen, also so, das klingt jetzt lustiger als es ist. Wir weisen das tatsächlich von uns. So, wir wollen nicht, dass ihr jemanden zusammenboxt. Wir wollen auch nicht, dass ihr irgendwas nach jemandem schmeißt oder so. Ihr könnt dagegen sein, ihr könnt es auch lautstark kundtun, sehe ich alles ein. Halte ich auch für richtig und wichtig, dass man sagt, okay, gut, ich bin anderer Meinung. Das ist erlaubt. Das ist absolut gedeckt in jeder Ebene von allem. Wer dagegen ist, dass jemand demonstriert, Dummkopf. Ja. Jeder kann demonstrieren, wann immer er will. Ich finde es sogar blöd, dass man es anmelden muss, aber ich sehe den Punkt, warum. Ja, was ich aber wichtig finde, ist zu sagen, schlagt euch nicht, es muss nicht sein. Schmeißt ja. Keine Steine. Ja. Genau. Ansonsten, genau, ich überlege, ob es sonst noch irgendwas gibt. Ich glaube nicht. Ich wünsche euch viel Spaß, eine schöne Woche mit viel Content, wenn er auf kommt. Auf jeden Fall, wenn er dann da ist. Wenn dann er da ist, ist er viel. Ansonsten sehen wir uns eventuell im Laufe bei einer der Veranstaltungen. Und ja. In dem Sinne, schöne Woche noch und tschüss.